Hallo, liebe Freunde. Ich melde mich an dieser Stelle wieder in Sachen Resettlement-Programm. Wir hatten ja vor kurzem eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Da kam heraus, 10.000 Menschen werden einfach hier nach Deutschland übergesiedelt. Wir haben jetzt nachgehakt, denn die Kosten waren ja exorbitant und wollten uns die Kosten aufschlüsseln lassen. Jetzt haben wir die nächste Antwort der Bundesregierung. Darüber möchte ich berichten, aber vielleicht nur noch mal ganz kurz. Worum geht es eigentlich? Es geht um diese Bilder. Das sind offizielle Bilder von der Internationalen Organisation für Migration. Sie sagen also offen, was hier passiert, nicht aber so die Bundesregierung. Die Bundesregierung lässt in Nacht und Nebel die Menschen hier einfliegen. Uns erreichen diverse Informationen darüber, dass an allen deutschen Flughäfen solche Flugbewegungen stattfinden, Menschen hier eingeflogen werden in Nacht und Nebel, immer zu Nachtzeit. Fotos dürfen nicht geschossen werden, hat uns da jemand berichtet, der wurde da gemaßregelt von Sicherheitskräften. Das ist also im Verborgenen, das heißt, die Bundesregierung hat also hier richtig Angst und weiß eigentlich, dass sie hier Unrecht tut. Denn das ist Unrecht. Die Menschen sind nicht verfolgt. Sie dürfen bei uns gar nicht sein. Aber natürlich gibt es für alles immer einen juristischen Winkelzug. Und dieser juristische Winkelzug ist die Änderung des Aufenthaltsgesetzes. 2015 klammheimlich gemacht, dass man nämlich genau für die Neuansiedlung und zwar ausgewählter Schutzsuchender, das sind Migranten, das sind keine Schutzsuchenden, hier also einen Aufenthaltstitel gewähren kann. Und was beinhaltet der? Sie bekommen sofort einen Aufenthaltstitel für 3 Jahre und Sie sind automatisch hier in den Sicherungssystemen. Das heißt, Sie genießen vollen Krankenkassenzuwendungen. Das heißt, nicht nur die Grundsicherung wie Asylberechtigte, was vernünftig wäre. Nein, volle Zahnsanierung, obwohl Sie nie in die Krankenkassen eingezahlt haben zum Beispiel. Und von den Syrern wissen wir ja, dass mehr als 75% direkt in die Sozialsysteme rutschen. Das wird bei den Afrikanern nicht anders sein. Sie werden also dann in die Sozialsysteme sofort hineinfallen und uns Unsummen kosten. Sie haben nie eingezahlt und das werden auf Dauer unsere Sozialkassen auch sprengen. Natürlich wird gesagt, man macht einen Sicherheitscheck. Aber wir wissen ja, wie lax die Sicherheitsbehörden sind. Gerade heute kam heraus, der Bundesnachrichtendienst wusste 3 Wochen vor den Anschlägen auf dem Breitscheidplatz von der Gefährlichkeit von Amri Bescheid, hat nichts gemacht. Und genauso wird es auch hier sein. Die Menschen dürfen ihre Familien nachziehen. Also wenn wir die 10.000, die Zahl mal nehmen, also können wir durchaus mal 3 mal 4 nehmen. Was droht, weiß ich nicht, muss nicht so kommen, kann aber, ist offen, werden wir sehen. Fürs nächste Jahr sind schon 5.000 Menschen angekündigt und das wird im nächsten Jahr dann hochgehen. Die Kurve geht steil hoch, 15, 16, 17 waren es jeweils 500, aber jetzt fängt es an. Ein Mosaikstein für die multikulturelle Umgestaltung Deutschlands und Europas, die wir ablehnen, ganz klar. Die AfD lehnt das ganz klar ab. Und negativer Schmankerl, auch hier wieder, wer keine Dokumente hat, der darf sich also erklären. Und wenn das dem BAMF glaubhaft erscheint, naja, dann kriegt er hier deutsche Dokumente. Völliger Irrsinn, völliger Wahnsinn hier auch. Jeder Deutsche muss also penibel nachweisen, woher er kommt und was er für Unterlagen vorzuweisen hat. Aber Menschen von außen einfach so und dürfen hier einfach so einreisen und unsere Sicherheit gefährden. Wie gesagt, es geht nicht um Asyl. Recht. Es geht wirklich nur um diese Umsiedlung und sie hilft Afrika nicht. Schauen wir uns mal diese Grafik hier an. Schauen wir uns mal die Geburtenpyramide an. Hier unten wächst alles nach. Das heißt, Afrika ist ein junger Kontinent und das wird auch so bleiben. Wir werden das Elend oder eben auch die Not in Afrika so mit einer Umsiedlung nicht lindern können. Wir brauchen Hilfe vor Ort. Nochmal, 1 Euro hier ausgegeben, kann unten das 30-fache an Hilfe leisten. Daran sieht man auch die Unmenschlichkeit dieser sogenannten menschlichen Maßnahmen. Deswegen lehnen wir also dieses Resettlement-Programm ab. Und ich bitte Sie, geben Sie uns Informationen, wo Menschen ankommen, damit wir das dokumentieren können. Die Regierung macht es nicht, aber wir wollen zumindest informiert sein. Vielen Dank.